beginne ich natürlich den neuen Part von Euro Truck Simulator 2 mit meinem wunderschönen Scania V8. Leute, wir machen mal hier alles rein und gehen wir mal kurz ins Cockpit. Sag ich jetzt mal, es hat sich einiges, nicht so viel, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe das hier jetzt dran, ich habe Kleinigkeiten draußen ringsherum, die mein Scania zu was Besonderem machen. Wow, ich finde es einfach geil, diese ganzen V8 Sachen, auch hier diese Spiegelung, das ist so extrem krass. Aber Leute, mein Lenkrad spinnt sowieso, das wissen wir schon seit nach einer schon anderen Spiele lang. Und setzen uns ordentlich gemütlich hin und wir fahren heute nach Dion. Hart einlenken. Immer dabei ein kleines Modell des Scania S. Oh. Wir fahren jetzt 3 Stunden, also es sind ungefähr eine Viertelstunde. Hier fahren, das war ziemlich knapp. 3 Stunden mit 279 Kilometer. Tag ist aber auch schon ziemlich angeknackst. Und wir spielen diesmal nicht Multiplayer, wir spielen Singleplayer. Hat eigentlich nur den folgenden Grund, dass ich gerade gucken möchte. Firmenmanager, LKW-Manager, hat jeder LKW, der hat noch keinen Fahrer. Den setzen wir mal ganz schnell noch ein rein. 25376, 175. Der ist schon richtig gut. Kann auch in der Zeit sehr schnell fahren. Stellen wir den ein. 1500. So, der steht, das ist nämlich mein alter Volvo. Ich habe ja 2 von den Volvos. Und wir haben jetzt einen 520er PS. Weniger als der Volvo. Fällt aber nicht so auf. Dass wir so viel weniger PS haben. Vielleicht irgendwann mal. Aber im Moment sieht das so gut. Da kann man noch ein bisschen aufstocken. Da kommt ein Bus. Ich war nämlich gerade so ganz unsicher, ob ich auch überhaupt auf der richtigen Spur bin. Aber ich denke, nachdem ich den Bus jetzt gesehen habe, doch schon. Ja, lange, lange ist her. Freude ist groß. Eurotax Simulator. Warum fahre ich nach Dion? Ist eine relativ gute Frage. Nach Dion fahre ich, weil mir gerade so einfällt, das liegt in Frankreich und ich eigentlich keinen Bock auf Frankreich habe. Also ich weiß nicht mehr, wie Tempomat ging. Oder war das okay? Dann fahren wir ohne Tempomatus. Wir müssen selber irgendwie das Tempo halten. Das kriegen wir aber glaube ich hin. Wir sind ja halber Meister. Nach Dion. Ja genau, da ist die Polizei hinter mir. Gäb's doch nicht. Ist sie gerade gespawnt, die? Squiskin. So. Nee, nach Dion gibt es ja nur 10.000 für die Fahrt. Ist schon okay. Dieses V8-Zeichen da drüben. Eigentlich wollte ich das an beiden Seiten machen, aber das war mir doch ein bisschen zu überladen. Ich weiß nicht, mir gefällt das mal hier in dem neuen Scania zu sitzen. Aber ich finde auch die kleinen LKWs auch nicht schlecht. Ach, das gibt's doch nie. Die Ampel war doch schon... Ach nee.
guck mal, ein Bodenwagen. Ja, diesmal bremst mal. Jetzt habe ich keinen Bock auf den Strafzettel. Da wird mir das da ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und sonst hat sich hier nichts geändert. Man kann auch hier nicht viel ändern. Also so an sich, oh, grün. Leon, Leon. Jetzt hast du wohl nicht nach Frankfurt fahren. Aber warum wir nach Leon fahren, das werdet ihr in nächsten, übernächsten Part sehen. Sieht so aus, ob keiner kommt. Ich glaube, ich werde mir noch ein nicht zu starken, zu starkes Fahrzeug noch holen als kleine Herausforderungen. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. War M vielleicht das Tempomat? Ne, M war die Map. Okay. Vergessen, wie der Tempomat angeht. Dann ist es so. Ja, ich will, vielleicht will ich, ja, ein Renault ist vielleicht zu übertrieben. Ein MAN habe ich auch noch nicht. Das war mein erstes Fahrzeug, ein MAN, was ich mir gekauft habe, überhaupt im Euro Truck Simulator 2. Schönes Auto fand ich damals. Dann kam ich in eine Gruppe rein, die eigentlich nur Scania gefahren sind. Und da habe ich mir natürlich ein Scania geleistet, dann irgendwann mal. Und da hat es mir doch ein bisschen mehr gefallen, ins Scania zu fahren. Oh, viel zu schnell. Neues sind erlaubt. Muss aufpassen. Falls ich ein bisschen unkonzentriert bin, was war das für ein Auto? Jetzt, ist, was? War das irgendwie so ein Kran? Das war aber neu. Die haben sowieso, Deutschland wollten sie erneuern, jetzt in den nächsten paar Patchen. Werden wir bestimmt auch noch fahren müssen. Also es gibt vieles, was man jetzt fahren müssen sollen dürfen. Wir fahren 100, das gibt's nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen. Das steht fest. Und da ist eine Maut. Deswegen mag ich Frankreich nicht. Man hat alle 5 Meter eine Maut. Jedenfalls kann man auch hier durchfahren. Das ist gut. Untertourig, das ist zu untertourig, das muss man natürlich ein bisschen hoch peppen. Untergang vielleicht bis 70 fahren. So, schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Check your boot. Eigentlich wollte ich die Musik einfügen. Oh, vergessen. Also wird es in den nächsten Parts jetzt keine Musik nebenbei geben. Ich werde vielleicht dann nochmal eine Stimmfolge aufnehmen. Vielleicht von dem nächsten Part. Hat natürlich seine Gründe. Und den Part danach wahrscheinlich nicht mehr stumm. Das müssen wir mal gucken, wie das ist. Ja, was wir da machen. Oh, das lässt mal alles mein Problem sein. Das ist alles die Zukunft. Menzi, beziehungsweise für euch Vergangenheitsmenzi geregelt. Ja, gut. Was sie für Details hier reinbauen, auch die Spiegelungen und so, das ist schon gewaltig. Guck mal, hier sind neue Fahrzeuge, es sind neue Fahrzeuge einfach mal im Spiel integriert.
jetzt schafft er ein bisschen mehr. Man zieht natürlich auch ordentlich was. Es gibt einfach verdammt neue Fahrzeuge. Neue NPCs. Soll ich den Titel für diesen Part? Neue NPCs? Ist doch geil. Mag ich. Finde ich geil. Find's. Immer wieder gesagt, was die hier in dieses Spiel reinsetzen. Das ist so verrückt. Was hier schon für eine Arbeit drin steckt. Das ist auch ein geiles Spiel. Auch der Landwirtschaftssimulator ist ein geiles Spiel. Das ohne Frage. Aber von den Simulatoren her würde ich sagen, ist der Euro Truck und der Landwirtschaft die besten Simulatorspiele, die es überhaupt gibt. Das Licht langsam anmachen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 7 Stunden und eine Ruhe. Gut, das passt. Das passt. Also müssen wir dann vielleicht noch eine Rohre reinpacken. Drecker hinten drauf, den hätte ich auch nie geladen. Also das wäre mir viel zu viel Angst gewesen. Den zu laden. Also selbst im Landwirtschaftssimulator, Respekt, würde ich sagen, Respekt daran. Es ist ja doch schon eine gute Überbreite. Ja, die Konzentration lässt nach, das merkt man. Also wir haben es jetzt 8:30 früh. Und ich bin gestern bin ich aufgestanden um, ja gut, um 13:14 war ich das durch das erstmal munter gewesen. Vor 24 Stunden bin ich ins Bett gegangen. Was war das denn für ein LKW? Muss man mehr auf den Verkehr noch achten, statt auf die Uhr. Vorhin mit Chlor habe ich hantiert. Oh, das stinkt so extrem. Meine Mäuse wollte ich dadurch nie berühren. Hier ist dadurch Schrecken bekommen. Noch nicht füttern, also das muss noch irgendwie weg. Das ist ja schon fast eingezogen in die Hand. Aber wenn ich irgendwann mal sterbe, ihr wisst warum, Chlor. Hat sich dort nie vorbeigetraut, okay. Eigentlich müsste ich doch den Singleplayer weiter, obwohl ich bin ja im Singleplayer. Wegen den Schwerlastern. Hier ist irgendwas. Feuerwehr. Das sieht gar nicht gut aus. Großeinsatz mit Feuer. Oh. Also das sind so welche Sachen, die habe ich mir damals so sehr gewünscht, weil ich die beim Fernbus und sowas gesehen habe. Das sind die Sachen, die ich mir extremst gewünscht habe im Landwirtschafts-, im Eurotruck. Noch am besten jetzt die Baustelle oder der Unfall genau an der Ausfahrt. Da hättest du weiterfahren müssen und hättest. Ja gut, das geht natürlich nicht, weil wir zu wenig Fahrstreckenmöglichkeiten haben beim Euro Truck 2.
Aber wenn es ein bisschen ausgebaut wäre, wie Deutschland, da ist ja viele Strecken ausgebaut. Wenn es jetzt in jedem Land wäre, dann wäre das geil. Wenn ich jetzt Mord sein muss, dann muss ich wieder raus. Ich hoffe, ich... Ach, da ist die Maut. Schlimm wäre es, wenn man so einen Mautkreis... Aber ach, man fährt ja hier von der Autobahn runter, ist sofort eine Maut drinne. Ich habe ganz vergessen. Seht ihr, wie lange ich nicht mehr Frankreich gefahren bin? Noch, naja, das geht doch, das klappt doch. Obwohl, eigentlich müsste ich bis zum nächsten Mal die Musik drin haben. Beim Nachhinein reinstellen ist auch scheiße. Wegen Abschnäre. Ach. Ach, was weiß ich. Ich werde da mal reinschneiden. So. LKW ist immer an die Seite hier ranfahren. Das wurde mir schon am Anfang beigebracht. LKWs fahren immer auf der rechten Seite. Dann mache ich es jetzt. Sieht die Ladung gerade aus? Sieht aber wie nur 90 fahren. Kannst du vergessen, dass ich dich vorbeilasse? Was denn das? Ist er? Hä? Dion? Hier lang jetzt. Hier war ich ja noch nie gewesen. Na, Halleluja. Müssen wir mal gucken, wir haben jetzt, wie viel Zeit haben wir noch Zeit? Wir haben jetzt noch 5 Stunden. Muss ich mal gucken, ob man die Fahrt dann noch machen können. Oder ob ich mich erstmal hinlegen muss. Machen wir erstmal so, wir machen ein schnelles Übergeben. Also so können sie glaube ich auch am besten mit dem Träger ausfahren dann, ne? Und das wäre auch ein bisschen sinnlos. So, satteln wir kurz ab. Fertig, Schluss, das Ende. Leute, wenn euch der ganze Part natürlich gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann gucken wir mal kurz. Wir haben die Großen nach Genf. Ja, da würde ich sagen, fahren wir eine Stummfolge mit großen Reifenteilen und Verhandlern von Genf. Woanders das denn? Aber ihr seht ja schon, ich habe Frankreich mir freigeschalten. Italien. Und da möchte ich natürlich ein bisschen rumfahren. Und deswegen auch in die Richtung. Da werden wir die Reifen fahren. Großreifen. 20 Tonnen kriegen wir hin. Wenn wir schon das geschafft haben. Läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.